herzlich willkommen zu unserer Leni und Toni Show Folge Nummer 89. So ist es. Das kannst du auch rausstellen. Wir sind in Ottenberg angekommen, auf dem kalten Markt. Also noch nicht wirklich, aber in Ottenberg. Wir haben schon mal einen Parkplatz gefunden und jetzt gehen wir gleich gucken. Nach Plätzchen ausstechern. Tüchern. Mütze, Schal. Herr Mütze, also bei mir hat sich einiges ergeben letzte Woche. Jetzt brauche ich vielleicht keine Mütze mehr. Ich weiß noch nicht so genau, vielleicht finde ich trotzdem eine. Man kann ja nie genug Mützen haben. Naja, also kannst du ja immer nur eine tragen. Dann sind wir raus. Ja, aber ich kann die auch im 10-Minuten-Tag wechseln, also das ist ja egal. Ich habe extra heute keine aufgezogen. Ah, dass du besser anprobieren kannst. Ja. Ah, okay. Also lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Geht schon los. Erster Stand, Schals und Tücher. Läuft für mich, Freunde. Mit Sternen drauf. Super. Einen wunderschönen guten Morgen am Sonntagmorgen. Den kalten Markt haben wir hinter uns gebracht. Ja, und es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man in einem Jahr Schal und alles kauft. Und da hat man im nächsten Jahr eigentlich gar keinen Grund, schon wieder einen Schal zu kaufen, der genauso aussieht wie, naja. Aber ich habe ein Ausstechförmchen in Hundepfotenform. Also ich muss leider sagen, ich war gestern nicht so im Kaufrausch, wahrscheinlich weil es so kalt war und ich so gezittert habe und völlig kalter, durchgefroren war. Kalter Markt halt, weißt du. Aber lustigerweise, wir sind echt nichts gewohnt. Wir schnaufen uns hier einen ab. Ja. Also lustigerweise ist in 2 Wochen Hochheimer Markt, da werden wir dieses Jahr auch mal hinfahren. Das passt nämlich zeitlich gut. Und vielleicht finde ich da noch was ich unbedingt brauche. Ja, genau. Ja. Und jetzt sind wir auf dem Weg ins örtliche Wahllokal, weil die Hesse wähle ja heute. Das ist auch lustig. Normalerweise, wo wir früher gewohnt haben, da ist man einfach wählen gegangen und brauchte nichts mitnehmen, so Personalausweis und so, weil das waren so 800 Leute und jeder wusste, wer man ist. Jetzt müssen wir mal mit Personalausweis losgehen, weil hier kennen uns ja kein Mensch. Ist halt so. Ist auch egal. Genau. Also frohen Sonntag dann. So, Hessen hat gewählt. Also, Leni und Toni haben gewählt. Läuft schon? Hallo, liebe Freunde. Es ist kalt. Naja. Doch, ich zitter wie ein Schneider. Ja, weil du nichts angezogen hast. Das ist falsch, ich habe meine Jacke aus Altfeld an. Das mag ja sein, aber das ist zu wenig. Also was wir sagen wollten, dass wir heute in Frankfurt sind. Lustigerweise, also wir hatten das geplant für heute, dass wir nach Frankfurt fahren, was wir auch gemacht haben. Und in unserem organisierten Chaos haben wir es heute Morgen um 9 Uhr festgestellt, dass heute Frankfurt-Marathon ist. Und deshalb ist bei uns wieder alles durcheinander gekommen. Wir sind aber trotzdem hier in der Frankfurt-Marathon, ist ganz woanders und nicht hier. Wir stehen nämlich auf dem Römerwerk. Naja, er ist nicht, also so weit weg ist er nicht, aber der ist halt schon ziemlich rum. Ich glaube, das sind die letzten noch, die so mit dem Rollator noch da irgendwo unterwegs sind. Keine Ahnung. Ja. Bist du gemein? Wo du so sportlich bist. Für mich ist das ja eh nichts, das wisst ihr ja. Also, für alle, wir waren eben ganz lecker essen im Haus Wertheim. Wenn ihr mal nach Frankfurt kommt, das ist direkt unterhalb vom Römerwerk und ist Frankfurts ältestes Restaurant. Erstmals erwähnt 1479. So. Auch im ältesten Fachwerkhaus. Im ältesten Fachwerkhaus der Altstadt, ja. Ja. Ja, das hat so ziemlich alles überlebt, ja, und ist jetzt immer noch da. Mhm. So sieht's aus. Zauberhaft, echt zauberhaft. Und lecker. Aber da müsst ihr mal hingehen und ich habe aber ein paar Bilder gemacht und dann kann der Toni das jetzt bestimmt einblenden. Aber hier, das da hinten, für alle, die noch nie in Frankfurt waren. Ja, aber also den Römer, den kennt man, ja. Deshalb wollte ich doch. Hier werden ja immer die Fußballer empfangen, ob das jetzt die Frankfurter sind oder auch die deutsche Nationalmannschaft wird ja hier auch immer da oben und dann. Die Frankfurter neulich erst, ja. Ne, als sie Pokalsieger geworden sind. Gut, wir gehen jetzt weiter und gucken die neue Altstadt an. Vielleicht finden wir noch ein paar schöne Ecken für euch, die wir euch dann zeigen können. Wenn wir nicht erfroren sind. Dann sehen wir uns später. Los, hopp. Freunde. Du kaust ja noch. Richtig. Und deswegen ist uns nämlich eingefallen,
was wir unbedingt berichten müssen von den vielen, 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 vielen Fotos, die ihr uns geschickt habt. Mit den vielen, vielen, vielen Apfelkuchens. Genau. Also wir dachten ja nicht, dass das so einschlägt, aber das scheint ja wohl der Renner gewesen zu sein in der letzten Woche. Der ist aber auch einfach mega lecker und ja, ganz viele natürlich. Von euch haben festgestellt, dass er lecker ist und das ist einfach ein Klacks, aus ihm wirklich nachzubacken. Genau. Also danke, 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 danke an alle, die Bilder geschickt haben. Wir haben jetzt einfach alle mal zusammengestellt, weil ich finde, es ist eine große Freude, das anzugucken und zu sehen. Und genau. Alle, die jetzt gefragt haben, wo kommt denn das Rezept her? Da gab es den einen oder anderen. Ich verlinke das nochmal hier am Ende von diesem Video, das Video mit dem Apfelkuchenrezept. Gibt's aber auch bei uns auf der Internetseite und im letzten Video von, na, letzten Montag halt. Nicht im Clou-Spezial. Jetzt nicht verwechseln, bitte. Und jetzt viel Spaß mit den Kuchen. Also grundsätzlich ist es so, dass wir eben Mittag gegessen haben und gegen das Licht filmen. Mir ist das bewusst und ihr seht wahrscheinlich nichts, außer da hinten das Fenster, wo es trüb draußen ist. Bei trüb fällt mir ein, das letzte Wochenende, das müssen wir euch nochmal kurz fertig erzählen. Ich wollte euch gestern, als wir auf dem Römerberg standen, erzählen, was ich vorgestern für Plätzchenformen gekauft habe. Nämlich hier die Hundepfote, seht ihr das? Und dann habe ich das erste Mal so eine Plätzchenform gekauft, so einen Schneemann, wo man so drauf drücken muss und dann kommt das Plätzchen raus. So. Soll. Ich bin gespannt. Also das wollte ich euch noch erzählen und die Pfotenform ist für Clara, können wir Hundekekse backen. Das war das eine. Und das andere, was ich euch noch erzählen wollte, war, dass wir gestern ganz schnell aus Frankfurt wieder nach Hause gefahren sind, weil wir völlig durchgefroren waren. Ah, da haben schon wir nämlich schön. Nichts mehr. Es ist auf einmal ganz schön kalt geworden. So, und jetzt haben noch ganz viele gefragt von euch, wo es diesen Schaum hergibt, den wir euch letzte Woche gezeigt haben, mit dem wir versucht haben, Günther sauber zu machen. Und ich gehe jetzt runter in die Garage, zeige euch auch nochmal den Schaum und zeige euch nochmal die Delle im Beetle. Die wollten nämlich auch der ein oder andere sehen und hat gefragt, wie die weggemacht wird. Das weiß ich wiederum auch nicht, aber jetzt gehen wir erst in die Garage. Genau. Ja, das ist die Delle. Also das ist die Delle. Das ist die Delle. Und schauen wir mal, ja, wie gesagt, wie die wieder rausgeht. Also wir bringen dann, jetzt müssen wir euch das sagen, wir bringen den am Donnerstag weg, damit die Delle rausgemacht wird. Und dann können wir euch hinterher berichten, ob das geklappt hat oder ob es doch gespachtelt werden muss. So, die wollen die nämlich rausziehen. Rausziehen oder rausmassieren. Muss man dafür saugen, oder? So wie ein Tischtennis? Nein. Also ist auch, nein, es war nur kurz so wegen gestern. Aber ist egal. Und da, wo diese Delle rausgemacht wird, da kommt ja eben dieser Schaum her. Und das heißt, also die haben eine Internetseite, das heißt wagenpflege.com. Und da ist auch ein Job. Und ich habe geguckt, da gibt es aber diesen Mega-Schaum nicht. Also fragen wir am Donnerstag, wenn wir da hinfahren wegen der Delle, fragen wir, wie man das mit dem Schaum handhaben kann. Ihr könnt ja jetzt nicht alle da anrufen und sagen, wir wollen Schaum bestellen. Weiß ich auch nicht. Genau. Also und die auch können immer. Auch nicht 7 Kartons mitnehmen und das auf unseren Shop oder vielleicht doch. Nein. Also, wagenpflege.com, da könnt ihr gucken. Vielleicht, wenn ihr hier aus der Gegend kommt, könnt ihr ja hinfahren und sagen, wir möchten gerne einmal Aktivschaumreiniger haben. Aber mehr können wir euch jetzt gerade auch nicht sagen. Das ist Udos Wagenpflege. Genau. Dann fragt ihr einfach mal nach. So, und wenn nicht, dann wartet ihr bis nächsten Montag. Dann wisst ihr erstens mit der Delle und zweitens wissen wir dann was wegen dem Schaum. Und dann sind wir alle viel schlauer als jetzt. Freunde, ich bin gerade mit Clara draußen gewesen, komme wieder rein und habe gesehen, ich sehe aus wie Witwe Bolte. Auch eben schon, als wir das vielleicht gedreht haben. Vielleicht auch Kohliesels Tochter. Ja. Vielen Dank. So. Aber es ist mir jetzt auch egal, weil das habt ihr eben schon gesehen und jetzt müsst ihr da durch. Es ist ein bisschen seltsam, aber ich das bin am Arbeiten. Das trägt man heute so, wer sich's leisten kann. Ja, super.
Ich wollte euch noch, also wie gesagt, ich war mit Clara draußen und dann ist die ganze viele kalte, frische Luft in meinem Kopf hat für neue Gedanken gesorgt. Ich wollte euch nämlich sagen, wir haben ja neulich schon das uralte Omnia-Video hochgeladen und wir haben noch so ein uraltes Video, nämlich mit Paprikaschoten. Und das gibt es dann die Woche auch noch nicht, dass ihr euch wundert, dass da schon wieder so eine alte Kamelle kommt, aber das habe ich neulich nicht mehr geschafft, weil wir nämlich, als wir das geschnitten und fertig gemacht haben, hat der Toni schön hinten dran gemacht, das Rezept findet ihr auf unserer Internetseite und ich habe es mir nochmal angeguckt und dachte, oh, ich muss ja auch das noch schreiben. Also, neues Rezept kommt. Übrigens, der Apfelkuchen geht auch im Omnia zu backen, wie einige von euch rausgefunden haben. Die Hälfte und des Teiges. Die Fotos ja auch zeigen. Die Hälfte des Teiges eine Stunde. Ich werde das auch ausprobieren. Wir holen nämlich diese Woche den Omnia nach Hause. Die Hälfte des Teiges? Wie willst du 5 Eier halbieren? Wir holen nämlich den Omnia diese Woche nach Hause und vielleicht auch noch die ein oder andere Gasflasche. Verstehst du mein Problem nicht? Richtig. Vielleicht auch noch. Die eine oder andere Gasflasche. Den Kardak-Grill. Und das machen wir hier auf dem Balkon Outdoor-Bucking. Also es wird nächste Woche wirklich spektakulär. Das sehe ich jetzt schon. Ich fürchte aber, dass bei minus 44 Grad die Gasleistung... Hast du eben Kaffee getrunken? Ja. Hast du mir auch einen Kaffee gemacht? Nein, aber das lässt sich nur klick, klick ein und brrrt, fertig. Ja. Also wir werden sehen, wie das funktioniert, weil wenn es draußen so arschkalt ist, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob der Omnia so warm heiß wird, wie es nötig ist, um diesen Kuchen zu backen. Es ist alles eingewandet hier, das ist doch nicht hier so kalt. Ja, deswegen sage ich ja, ich bin gespannt, aber wir werden berichten, das ist doch klar. So, und außerdem, weil ja Apfelkuchen so enorm gut ankommt, backen aber wir... Aber 2,5 Eier, ich bin immer noch... Was hältst du mir denn heute dauernd ins Wort? Entschuldigung. Nimmst du halt 2 große und noch... Nimm mal Trockenei. Weil Apfelkuchen ja so gut ankommt, haben wir uns überlegt, dass wir nächste Woche einfach noch einen warmen Apfelauflauf machen. Das haben wir aber die Woche jetzt hier alles nicht mehr untergekriegt. Und für den braucht man auch nicht so viel Äpfel. Also da könnt ihr super die restlichen Äpfel, die ihr noch über habt, nachdem alle ja, ich sag mal so 1,6 Tonnen Äpfel verbacken haben inzwischen, der Rest, der über ist, der kann dann in den Apfelauflauf. Das muss nicht so viel. Richtig? Richtig. Richtig. So, das war's. Das war's. Was bleibt zu sagen? Die Woche wird spannend, ihr werdet sehen. Also dann ihr werdet es dann sehen, dass die Woche spannend war. Ich bin gespannt und lasst mich überraschen. Zieht euch warm an, am besten selbst gestrickte Socken. Dann bleiben die Füße warm. Und alles andere sehen wir nächsten Montag. Und zwischendurch, wie gesagt, kommt noch das ein oder andere Video. Wir wissen selber nicht, wir sind in unserem organisierten Chaos völlig versackt hier. Naja, ja. Aber Sonntag, 19.15 Uhr, nicht vergessen, Beat the Box zu gucken, wir sind nicht dabei. Aber ich glaube, die 3 Jungs aus dem Sauerland sind dabei und das sind eh die allerbesten, die es gibt. Viel Erfolg an dieser Stelle an euch. Wir freuen uns und sitzen Sonntag wieder vorm Fernseher. Alle anderen hoffentlich auch. Wollt ihr noch was? Bleibt gesund. Schöne Woche. Wenn ich ganz viel rede, dann redet er mir immer dazwischen. Und wenn ich immer so Pausen mache, dass er was sagen könnte, sagt er nichts. Habt ihr schon gemerkt? 5 Eier durch 2. Clara, sag doch du mal was. Sag doch mal was. Sag doch mal. Guck mal. Sag mal. Ja, das ist auch gut. Ja. Gut, also schließen wir die Sache hier mal ab. Und die Woche. Und bleibt gesund. Gehabt euch wohl und bleibt fröhlich, wie immer. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns irgendwann diese Woche wieder in mehreren Abschnitten. Richtig? Wie gesagt, zieht euch warm an und bleibt gesund, fröhlich und munter, immer zufrieden und optimistisch. Und das Leben ist schön, auch wenn es jetzt viel dunkler ist als noch vor 3 Monaten. Und nicht so erschrecken an Halloween, ne? Vielleicht machen wir noch eine Kürbissuppe. Also, Schluss jetzt. Macht's gut. Tschüss.